Fintechs, also Unternehmen, die Amazon-Marken betreiben, aufkaufen und noch größer machen. Da kann die Berlin Brands Group jetzt auch mit ganz, ganz viel Geld extrem viel mitmischen. Und da werden wir sicherlich auch noch viel von hören. Die weiteren neuen Unicorns in Berlin sind Solaris Bank und Contentful, also ein Fintech und ein Unternehmen, das so im klassischen Software-Segment unterwegs ist. Headless Customer CMS ist da quasi das Schlagwort. Beide sehr spannende Unternehmen, beide auch noch nicht so alt. Die haben es auch geschafft, den großen Unicorn-Status, das große Symbol zu erreichen. Und das auf der anderen Ebene quasi Unternehmen, die sehr viel Geld einsammeln, die hohe Bewertungen einsammeln. Da haben wir noch ein paar andere, die gehen den anderen Weg, also nicht weitere Investoren, sondern die gehen den Weg an die Börse. Da haben wir jetzt auch ganz frisch von heute Kronext, Unternehmen aus der Schweiz, die haben auch einen sehr starken Standort in Köln. Die gehen jetzt an die Schweizer Börse. Bubble aus Berlin, die waren quasi, wenn die nochmal Geld eingesammelt hätten, wären die sicherlich ein Unicorn, die gehen jetzt auch an die Börse. Und Home2Go und Boxin, beziehungsweise die Tonibox ist aus Düsseldorf, die kleinen Figürchen verkaufen mit Hörspielen drauf, die gehen auch über die Börse, die nutzen dieses Spec-Vehikel, also eine leere Firmenhülle beide, und dementsprechend da ist auch extrem viel los. Und abschließend nochmal irgendwie Börse, ich kann das jetzt mal wieder auf Berlin runterbrechen, und wir haben jetzt in Berlin hier drei Unternehmen, die relativ jung sind, also HelloFresh, Delivery Hero und Zalando. Zalando ist da, glaube ich, in der Reihe dann das Älteste. Die sind jetzt alle im DAX. Das heißt, Berlin hat es insgesamt 5 Unternehmen im DAX. Deutsche Wohnen und Siemens Energy sind sozusagen nur die Old Economy, und Zalando, HelloFresh und Delivery Hero sind die New Economy. Das ist sozusagen so die Speerspitze und das ganz große Geld, also Einhörner, Börsengänge und quasi Digitalunternehmen, die im DAX sind. Das ist so die obere Spitze. Und damit die Neugründer nicht zu kurz kommen, wenn ich gerade sehe, was bei uns im Postfach und so Listen los ist, wie viele Sachen gerade neu gegründet werden, also nicht nur in Berlin, Hamburg, München, sondern auch in Köln, Dortmund, Bochum und Essen, da gibt es ganz, ganz viele neue, spannende Konzepte. Ich glaube, wir haben gefühlt so irgendwie über 50 Startups schon geschrieben, über 100 auf der Liste, und die versuchen wir jetzt zum einen in unserem Newsletter, aber auch in unserem Pitch-Podcast alle abzuarbeiten. Also es sind spannende Zeiten, das ist so irgendwie ein Schlagwort, das man gar nicht oft genug benutzen kann. Unglaublich viel los, Sommerloch, gab es nur ein Mini-Sommerloch, wenn man das so sagen darf, aber ansonsten ist das wirklich irgendwie eine spannende Zeit, und sowas wie Agile Robots, das überrascht dann auch mich, wie gesagt, ein Unternehmen, das die wenigsten bisher auf dem Schirm haben, weil sie halt so als Münchner Startup so halb in China unterwegs sind, glaube ich, mehr Angestellte in China haben als in München, und konnten schon zwar vorher viel Geld einsammeln, waren aber so aus der klassischen Wirtschafts- und Startup, Medienpresse, haben sie so ein bisschen zurückgehalten. Da gibt es immer noch Überraschungen, und was ich so höre von Investoren aus dem Lande ist, da kommen noch etliche, und auch aus NRW soll noch ein Einhorn demnächst kommen. Also wer da mehr weiß, sagt es mir gerne. Ich habe es bisher nicht rausfinden können, wer es genau ist. Aber definitiv, es wird weitere ganz große Runden geben. Es wird weitere Einhörner geben. Und um da irgendwie, wo ganz viel Licht ist, ist vermutlich auch Schatten. Mittlerweile gibt es aber auch viele Investoren, die es kritisch sehen. Also es wird immer teurer, in Startups zu investieren. Die Bewertungen gehen immer weiter nach oben. Und im besten Fall machen sich einige Investoren machen sich jetzt schon Gedanken, ob da am Ende des Tages in mehreren Jahren dann auch für sie ein guter Schnitt bei rumkommen kann. Also da mehren sich jetzt so leichte Signale. Puh, wird alles ein bisschen teuer, aber leider ist halt noch genug Geld im Markt. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergehen. Und das wiederhole ich ja auch schon seit Jahren. Wir haben immer noch verdammt wenig Pleiten in Deutschland. Es gibt kaum große Start-up-Pleiten, also die großen sind auch schon etliche Jahre her. Also sowas wie Lesara, Auctionata, die irgendwie 100 Millionen plus eingesammelt haben und komplett vor die Wand gefahren sind. Vermutlich wird es da in den nächsten, sagen wir, 18, 24 Monaten auch das ein oder andere Start-up geben, das, sagen wir mal, 20, 25, 30, 50 Millionen eingesammelt haben, das vor die Wand fährt. Aber ich befürchte einfach, dass das wird jetzt irgendwie,
ist kein Signal, dass alles irgendwie schlecht ist oder dass es irgendwie nur heiße Luft ist. Wir sind weit entfernt davon, von der Blase. Viele Investoren sind weiter bereit, dieses Spiel mitzumachen. Und gerade die großen Investoren, Softbank, Tiger Global, Index, die aus den USA, Großbritannien oder China kommen, die haben einfach so tiefe Taschen, die müssen weiter investieren und dementsprechend ist da noch genug Geld da. So, das einmal als schneller, grober Rundumschlag durch den Status der deutschen Startup-Szene. Sehr cool. Also wir halten fest, trotz Sommerlauf, das Gegenteil einer Flaute, es wird weiterhin fleißig gegründet und es ist immer noch Geld im Markt. Das sagst du seit Anfang des Jahres gefühlt, aber es ist ja schön, dass man diese positive Entwicklung verzeichnen kann. Alex, welche spannenden Persönlichkeiten hast du denn zu deinem Currywurst-Talk-Format bei der Startup Week eingeladen? Also ich denke, es sind noch nicht alle darüber informiert, wer so kommt und wer sich so mittags mit dir digital trifft. Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen was erzählen. Klar, sehr gerne. Also ich mache am Dienstag, dem 21. September ab 12 Uhr den Currywurst-Talk wieder. Im vergangenen Jahr haben wir das ja als Mehrtages-Event gemacht. Diesmal mache ich das als Marathon. Es geht los um 12 Uhr. Mindestens 3 Interviews hintereinander. Vielleicht ist auch noch Platz für ein 4. Da schaue ich mal, wie das mit der Vorbereitung schafft. Aber 3 Gäste stehen jetzt auch schon fest. Es geht los mit Finn Hensel. Finn Hensel ist schon seit etlichen Jahren in der Startup-Szene unterwegs, hat für Rocket Internet in Australien Startups gegründet und geführt, hat dann Movinga vor der Totalpleite gerettet und macht jetzt seit einigen Jahren die Sanity Group, das heißt, er setzt auf Cannabis. Und er kann uns wirklich viel darüber erzählen, wie man halt Unternehmen aufbaut, wie man auch Unternehmen in Schieflagen durch schwierige Zeiten bringt. Natürlich kann er irgendwie sehr viel darüber erzählen, was im Cannabis-Segment los ist. Und als Schmankerl hoffentlich auch noch was über Berliner Berg, weil nebenher hat er nämlich auch vor etlichen Jahren mit ein paar anderen Digitalleuten in Berlin eine Brauerei gegründet. Das heißt, Finn kann extrem viel erzählen über sehr viele Themen. Der zweite im Bunde ist Frederik Harcourt. Der hat gerade mit einigen anderen bekannten Leuten aus der Szene Cleverly gegründet. Das ist ein EdTech-Unternehmen. Frederik ist schon seit etlichen Jahren auch in der Szene unterwegs. Er hat vor etlichen Jahren mal Body Change gegründet. Das kennen wahrscheinlich einige unter I Make You Sexy. Das ist ursprünglich mal eine Fitness-Plattform. Dann hat es sich weiterentwickelt zu einer Art Marktplatzmodell, wo man dann auch quasi die entsprechenden Produkte drumherum bauen kann. Er hat das Unternehmen verkauft, zurückgekauft und dann wieder verkauft. Das heißt, er ist der passende Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie gründe ich in Serie, wie verkaufe ich mein Startup und wie kaufe ich es auch wieder zurück, wenn der Käufer damit nicht mehr zufrieden ist, beziehungsweise es einfach nicht buchen kann. Also ich hoffe, dass Frederik uns da einige Insights geben kann zu extrem spannenden Themen, gerade zum Thema Exit. 2 Berliner Gründer, und das ist ja das Schöne, da mein Format digital stattfindet, ich auch in Berlin bleibe, kann ich einige Berliner Gründer hier auch vor die Kamera ziehen. Ihr könnt alle zuschauen und zuhören. Der dritte Gast ist dann ein Mensch aus dem Ruhrgebiet, ein Investor, Christian Winter. Kasp Capital darf natürlich nicht fehlen, wenn es darum geht, Geld zu investieren aus dem Ruhrgebiet in Startups. Und wenn es darum geht, Einhörner aufzubauen, dann hat Christian Winter da die passende Erfahrung. Die waren bei ganz, ganz vielen Themen ganz früh dabei, früher als Tengelmann Ventures, jetzt als Kasp Capital. Und aus dem Stand haben sie einen der größten deutschen Venture Capital Fonds aufgelegt. Und ich hoffe da, dass Christian einiges erzählen kann, wie die Investorenszene gerade den Status der Szene beobachtet, wie sie es einordnen, die großen Runden, die vielen Einhörner und wie lange das so weitergehen kann. Das sind die 3 Gäste, die auf jeden Fall schon mal feststehen. Und wie gesagt, vielleicht ist da noch Platz für einen 4. Dann Überraschungsgast. Mal schauen. Und ich freue mich sehr, wenn am 21. ab 12 Uhr ganz, ganz viele Leute mitmachen und nicht nur uns beim Currywurst-Essen zugucken, sondern auch den hoffentlich sehr spannenden Gesprächen lauschen. Und die Gespräche gehen jeweils so 25 Minuten. Wir machen das fast nahtlos hintereinander. Also ihr könnt euch da auf eine verlängerte Mittagspause freuen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ganz, ganz viele Leute zuschauen.
Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und wir halten euch alle auf dem Laufenden, ob der Alex noch mit einem Überraschungsgast um die Ecke kommt oder nicht. Falls ihr eure Tour durch das Ruhrgebiet vom 20. bis zum 24. noch nicht geplant habt, dann werft auf jeden Fall mal einen Blick in unseren Eventkalender. Dort haben wir alle 60 Events, beziehungsweise über 60 sind es ja sogar, aufgelistet. Schaut mal rein, ihr findet dort alle Infos, ob es online stattfindet, ob es offline stattfindet. Ob es im hybriden Modus sozusagen stattfindet, da werden wir aber gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ihr findet die Anmeldelinks, meldet euch bitte wirklich vorab an, vor allem wenn ihr an physischen Events teilnehmen wollt, weil es einfach gesichert oder gewährleistet sein muss, dass die Veranstalter wissen, wie viele Leute in ihre Räumlichkeiten kommen. Es ist immer noch Corona, es ist alles schon ein bisschen entspannter, aber es ist noch nicht vorbei. Und genau, vielen Dank Alex für deinen Input. Ich würde jetzt auch gerne mit Sabine ein bisschen zur Startup Week sprechen. Sabine, du organisierst zum 5. Mal in diesem Jahr die Ruhr Startup Week. Was ist dein Fazit? Was hat sich verändert in den letzten 4 Jahren und wie hat sich die Szene vielleicht auch weiterentwickelt? Ja, du hast es eigentlich schon vorweggenommen, also die Startup Week. Also ich bin selber immer erschrocken, wenn wir mitzählen. Dieses Jahr das 5. Jahr. Ich kann es noch gar nicht glauben. Also es ist so, als wäre es gestern gewesen, dass wir gesagt haben, so warum gibt es im Ruhrgebiet eigentlich keine Startup-Woche, lass uns eine machen. Hatten aus dem Stand direkt 50 Veranstaltungen im Kalender und haben von da aus weitergemacht. Also was hat sich seitdem getan? Am Anfang haben wir alle Events genommen, die wir hatten, haben Partner angesprochen, habt ihr nicht Bock, was zu machen, und haben damit einfach einen Nerv getroffen, weil alle haben mitgemacht, und ich sage auch immer zu allen, das ist auch eine große Spielwiese, wenn ihr ein Eventformat irgendwo in der Schublade habt und nie war Zeit dafür, das mal rauszukramen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, es ist Startup Week, haut raus, was ihr habt, probiert neue Sachen aus, gebt euer Know-how weiter. Und genau, so sind wir gestartet, auch noch relativ nah an, ja, ich sag mal, gründungsrelevanten Themen wie Marketing, Finanzierung, Rechtsformwahl und so weiter. Die Szene der Ruhrhub und auch die Startup Week haben sich natürlich in den letzten 4-5 Jahren extrem weiterentwickelt. Ich sage mal so, unsere Kundschaft ist mitgewachsen. Und ich bin sehr erfreut, dass dieses Jahr sich das Programm ein bisschen ausdifferenziert hat. Wir haben ja gesagt, unser Motto dieses Jahr ist Gründung, Wachstum, Inspiration, und das meinen wir auch komplett ernst. Natürlich sind die gründungsrelevanten Themen, es ist eine klassische Startup-Woche, die sind immer noch mit dabei. Also es gibt immer noch Marketing-Basics, es gibt immer noch Basics zum Thema Gründen, zum Thema Rechtsform und Patente und so weiter. Oder wie gründe ich überhaupt, wie komme ich überhaupt von der ersten Idee? Also ich habe dabei auch in einem Gespräch das Wort gelernt, Menschen mit Gründungsfantasien, das trifft es einfach. Also wie kriege ich diese Gründungsfantasie einfach auf die Straße? Da beginnen wir. Wir haben das Thema Wachstum, das ist dieses Jahr besonders stark im Bereich Finanzierung. Da haben wir mehrere Veranstaltungen, die nicht nur in die Basics gehen, sondern auch echte Erfahrungsberichte von erfahrenen Seriengründern. Wie geht das überhaupt? Worauf achten Investoren? Wie läuft das überhaupt? Dazu haben wir dann auch noch ein Special, um die Woche abzurunden, am Freitag, wo wir nochmal ganz dezidiert auf die einzelnen Stages eingehen. Wir fangen an mit Bootstrapping. Was ist das überhaupt? Was kann das? Wir gehen über Financing. Also wie bekomme ich externe Finanzierung? Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Bis hin zum Exit, wie geht das eigentlich? Habe ich dann irgendwann Geld auf dem Konto und kann mir einen Porsche kaufen, oder was passiert dann eigentlich? Genau, all diese Sachen werden wir auch mit erfahrenen Leuten behandeln. Dabei soll der Spaß auch nicht zu kurz kommen. Unser drittes Motto ist ja Inspiration, und da bin ich besonders stolz drauf, dass wir dieses Jahr auch echt spannende Veranstaltungen mit dabei haben, die wir vorher noch nie hatten. Wir haben auch Soft-Skill-Themen dabei, nenne ich es jetzt mal, zum Thema Selbstcoaching oder auch Unternehmensführung. Wie führe ich eigentlich, wenn ich wachse? Wir haben auch noch technologiespezifische Sachen dabei, also zum Thema KI, zum Thema Smart Textiles, auch zum Thema Food-Startups in NRW und insbesondere im Ruhrgebiet. Also ich sage jedem, der denkt, er hätte schon alle Veranstaltungen gesehen im Bereich Startups und Ruhrgebiet, guckt euch einfach das Veranstaltungsprogramm an. Ich bin sicher, ist für jeden was dabei. Ja, hört sich total gut an. Ich habe gestern im Newsletter das Wort Eventvielfalt benutzt. Ich glaube, ja, das trifft es ganz gut. Das trifft es sehr gut, ja. Also schaut auf jeden Fall mal in den Eventkalender. Also ihr habt noch gut 10 Tage
plant eure individuelle Woche, schaut, ob ihr digital, physisch dabei sein könnt. Es wird sicherlich ein paar interessante Themen geben. Wir haben in diesem Jahr auch besonders viele neue Partner generieren können. Ja. Also wir haben mit einer guten Basis, sage ich mal, gestartet. Diese ist auch konsistent geblieben, aber in diesem Jahr haben wir eben noch neue Partner hinzugewonnen. Von daher schaut es euch einfach an und überzeugt euch selbst. Sabine, du hast ein bisschen was schon zur Abschlussveranstaltung vorweggenommen, dass wir da eben auf diese drei Startup-Stages eingehen. Was passiert denn beim Kickoff? Also wie leiten wir die Woche ein? Letztes Jahr haben wir das ja komplett digital aus dem Backend gefilmt mit einem professionellen Filmteam. Wie sieht das in diesem Jahr aus? Ja, auch der Kickoff hat sich weiterentwickelt. Das ist auch aus einer Schnapsidee heraus entstanden, wo wir gesagt haben, die Woche muss also eröffnet werden, die muss auch abgeschlossen werden. Darüber habe ich ja gerade gesprochen, aber die muss eröffnet werden. Traditionell haben wir ja mit einem Sektfrühstück begonnen. Und der Alex war noch hier und hat eine Keynote gehalten, während die Leute gefrühstückt haben, hat er ein bisschen was erzählt, was hat sich so getan, wo stehen wir eigentlich, was ist so der Ausblick, wurde dabei auch zweimal auch vom Sven Schmidt noch begleitet, die ja jetzt auch immer noch gemeinsam den Podcast haben, also ein eingespieltes Duo. Ja. Und letztes Jahr, das heißt leider, aber wir haben es ja als Stream gemacht. Wir haben es komplett hinten aus dem Backend gestreamt. Wir hatten verschiedene Programmpunkte. Es hat großen Spaß gemacht. Bloß leider, also der hat war ziemlich voll, weil wir hatten ein Filmteam da, wir hatten Moderatoren da, wir hatten Startup of the Year, wirst du vielleicht wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Richtig, die hatten wir noch da, aber wir hatten kein Publikum. Dieses Jahr, ihr seht ja heute, machen wir es ähnlich. Ihr seht die Gäste nicht, aber sind welche da? Genau. Wir sind da. Frühstücken gerade, gemütlich, bedienen sich an unserem Buffet. Genau. Also das heißt, wir üben schon mal fürs Kickoff. Es wird ähnlich werden. Wir haben natürlich auch ein geballtes Programm für euch auf die Beine gestellt. Montagmorgen, 20. September, 10 Uhr geht es los. Wir haben die Möglichkeit, einige Leute hier zu haben. Die Registrierung ist auch offen. Genau, die ist offen, findet ihr über Eventbrite oder natürlich über den Eventkalender. Richtig. Und wir haben zwei Keynotes noch dabei. Einmal zum Thema Purpose, was ist dein Purpose, warum gründe ich überhaupt, was steckt dahinter, was motiviert mich? Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich spannend. Das wird auch von einem Zukunftsforscher gehalten, der selber gegründet hat bereits. Und dann haben wir noch die Jungs vom WG-Helden dabei, die auch was zum Thema Finanzierung dann sagen werden, die auch bei der Abschlussveranstaltung dabei sein werden. Also da nochmal das abrunden. Ja. Und zwischendrin haben wir natürlich noch einige Schmankerl für euch dabei. Also wir werden hier 90 Minuten Gas geben und die Woche eröffnen. Ja, und wir würden uns mega freuen, wenn ein paar von euch dabei sind und die Woche hier gemeinsam mit uns einleiten. Wir haben nicht Tickets en masse, also wenn ihr Interesse habt, holt euch eins bei Eventbrite. Die physischen Tickets sind begrenzt. Alle anderen werden dann das Spektakel digital miterleben können, wenn sie möchten. Wir veranstalten die Startup Week in diesem Jahr hybrid. Letztes Jahr war es digital, davor war es immer analog. Was bedeutet jetzt so richtig hybrid? Also ihr habt es vielleicht von der Kickoff-Veranstaltung und von der Abschlussveranstaltung raushören können. Wir haben einen Teil physisch vor Ort an den Lokalitäten, also jetzt speziell hier einmal bei uns beim Ruhrhub und an der Lokalität der Abschlussveranstaltung, kann man schon sagen, dass es die Rotunde in Bochum sein wird. Ich habe es einfach mal verraten. Ich denke schon. Genau, also hybride Events, damit meinen wir eben, dass es einen analogen Teil gibt. Es gibt ein kleines Publikum vor Ort, es wird aber eben so der digitalen Welt zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir agieren hier im dualen Modus sozusagen. Und es wird aber auch rein digitale Events eben wiedergeben und rein physische Events. Also wirklich, wir haben eine Filterfunktion im Eventkalender, schaut es euch an. Filtert euch die physischen Veranstaltungen raus, die digitalen Veranstaltungen heraus, je nachdem, was ihr mögt. Ihr seid da ganz frei, aber nur um das jetzt nochmal zu konkretisieren, es gibt eben diese dreierlei Events bei der Ruhr Startup Week sozusagen. Sabrina hat es gerade noch einmal kurz in den Raum geworfen. Wir küren auch in diesem Jahr wieder das Startup of the Year. Ich werde euch im Anschluss auf jeden Fall auf Social Media noch den Link dazu veröffentlichen, beziehungsweise diejenigen, die sich jetzt für dieses Event angemeldet haben, werden den Link auch zugeschickt bekommen. Stimmt bis zum 17.09. für das Startup of the Year ab. Wir haben 10 Kandidaten, die gegeneinander antreten und die möchten wir zum Auftakt der Startup Week am 20. September hier bei uns im Ruhrhub küren. Die Abstimmung läuft ganz einfach. Es ist eine Website. Jedes Startup stellt sich in einem Kurzvideo vor. Ihr klickt es an, ihr könnt es euch anschauen und
ganz unten gibt es eben einen Button, der heißt jetzt abstimmen und achtet einfach darauf, dass ihr auf das Startup vorher geklickt habt, was euer Favorit ist und klickt auf abstimmen, damit wir hier auch ja, ein cooles Voting sozusagen an den Start bringen können. Und bevor ich die nächste Frage an Sabine stelle, möchte ich auch an dieser Stelle fallen lassen, dass wir heute den 10-tägigen Countdown zur Ruhr Startup Week starten. Das heißt, wir haben noch eine kleine Überraschung für euch auf der Website vorbereitet. Wenn ihr die ruhrstartupweek.de besucht, findet ihr einen kleinen Button, der heißt Countdown. Und dort haben wir eine Art digitalen Goodiebag für euch erstellt. Also man kann sich da jetzt nicht einfach die Goodies herausholen. Das Ganze ist mit kleinen Aufgaben verbunden. Also entweder müsst ihr ein kleines Rätselchen lösen oder eben ihr bekommt einen Hinweis, um die Aufgabe lösen zu können. Schaut bitte, schaut einfach mal vorbei, löst das Kreuzworträtsel, schreibt uns das Lösungswort und geratet in den Lostopf, um eins von diesen coolen 10 Startup-Produkten zu gewinnen. Also auch eine Info, die wir hier an dieser Stelle einmal mit euch teilen möchten. Ich habe es gerade gesagt, hybrid. Sabine, was hat sich in diesem Jahr durch diese hybride Organisation verändert? Ich sage mal Stichwort Ruhr-Meet, die digitale Mittagspause. Was erwartet die Teilnehmer denn dort? Ja, ich hätte die Frage jetzt eigentlich anders beantwortet, aber gehen wir auf Ruhr-Meet ein. Genau, wir haben uns nämlich was gegönnt, weil wir gesagt haben, wie schaffen wir es denn auch, das Networking, was ja wirklich ein elementarer, zentraler Bestandteil der Startup Week ist. Ja. Wie kriegen wir das in einen hybriden oder Online-Modus? Weil, na klar, haben wir gesagt, oder man sieht das ja auch, wir haben jetzt alle gut anderthalb Jahre Erfahrung mit digitalen Events. Die haben auch Vorteile, wenn es ein reiner Fachworkshop ist, wenn es rein um Wissensvermittlung geht. Klar, bei einem digitalen Workshop sitzt jeder in der ersten Reihe. Es ist leichter für den Referenten, das zu vermitteln. Es können mehr Leute zusehen, das sind halt die Vorteile und die spielen wir natürlich auch noch bei den entsprechenden Events. Aber wie können sich die Leute dann im digitalen Raum vernetzen, wenn es immer noch schwierig ist? Ja. Vor der Herausforderung standen wir, natürlich kann man chatten, das ist nicht so cool, man kann Zoom-Meetings machen, so, ja, aber dann sind ja alle in einem Raum oder man macht Breakout-Rooms, so, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Wir haben ein neues Tool entwickelt, das haben wir auch selbst entwickelt, wo man sich online treffen kann. Das heißt, man registriert sich da kurz, man hat so einen kleinen Avatar mit seinem Foto auch und kann sich dann in einem digitalen Raum bewegen und kann mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Und das Coole ist, da werden halt ganz dynamisch Breakout-Rooms sozusagen erstellt. Also du kannst mit einer Person in Kontakt treten, kannst mit 3, 4, 5 beliebig vielen Personen einen Raum aufmachen. Du kannst den Raum auch privat stellen, wenn du sagst, jetzt soll keiner zuhören. Das gibt es auch. Ja gut, es gibt ja Gründe, ne? Also wir werden da verschiedene Formate auch machen. Stell dir vor, du sprichst zum Thema Investment und möchtest über Zahlen sprechen mit jemandem. So, dann möchtest du natürlich nicht, dass andere Leute plötzlich da mit dem Ohr auf dem virtuellen Tisch liegen. Das wollen wir nicht. Genau. Und das macht großen Spaß. Wir sind nämlich gerade fleißig noch am Testen und wir sind alle schon Fan davon. Und was wir machen wollen, ist, das zu einer digitalen Mittagspause zu machen. Das heißt, ihr könnt da sitzen, ihr könnt euer Schnittchen schmieren und einfach mit Leuten in Kontakt treten und ein bisschen netzwerken. Das Spannende daran ist, man hat da auch direkt sozusagen eine Teilnehmerliste, man sieht, wer im Raum ist, man muss nicht jeden anquatschen, um zu sehen, wer bist du eigentlich. Man kann auch filtern, also man kann sich selber identifizieren als Startup, als Investor, als Unternehmensvertreter und so weiter. Und kann da gezielt mit den Leuten in Kontakt treten. Ja. Sehr, sehr cool. Ich bin echt gespannt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe auch mega Fun, wenn wir das hier mit unserem Team testen. Das ist einfach ein cooles Tool und ich hoffe, dass ihr das auch fleißig während der Startup Week bei uns nutzt. Also schaut einfach mal rein. Also ich glaube, die Überzeugungsleistung hast du gerade getan. Ich finde es immer ganz schön, wenn man mit Sabine so ein bisschen zur Startup Week spricht, dann lässt sie auch immer die passenden Begriffe fallen. Du hast letztens gesagt, die Startup Week ist kein Closed Shop. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was sagen? Wer ist eingeladen? Vielleicht noch mal ein bisschen zur Struktur. Die Events sind alle kostenlos, richtig? Genau. Und es sind eben nicht nur Gründungsinteressierte, die wir ansprechen. Absolut. Also das ist halt das Schöne daran. Wir wollten, das war die initiale Idee dabei, wir wollten einfach ein Event oder eine Eventreihe, die halt auch die ganzen Facetten der Gründungsszene im Ruhrgebiet zeigt. Also um
den Startups die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren, auch zum Startup of the Year. Nochmal mein Aufruf, unterstützt wirklich das Startup, weil wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und der Gewinner hatte zur Rückmeldung gegeben, dass an dem Tag das Telefon nicht mehr stillstand. Ja. Also das zum Thema Sichtbarkeit, das ist jetzt kein Wettbewerb, wer ist der Beste, sondern wir wollen einfach den Startups damit auch eine Plattform bieten. Ja. Genau, wie bin ich jetzt darauf gekommen? ich muss gerade. Ja, Closed Shop. Zum Closed Shop, genau. Das ist nämlich das Allerwichtigste, weil ich bin da jetzt so tief drin und bekomme dann immer wieder, wenn ich davon rede oder im Schwärmen komme, die Rückfrage so: was kostet das? Muss ich mich dafür anmelden und so weiter? Nein, es ist einfach eine Woche, wo ganz viele kleine Events sind, die von unseren Partnern auch eigenverantwortlich, also dezentral ausgerichtet werden. Das heißt, wir bündeln einfach nur in einer Woche die Eventdichte im Ruhrgebiet und haben die in einem zentralen Eventkalender, wo ihr euch informieren könnt und dafür anmelden. Das heißt auch, genau, alle Events sind kostenlos. Ihr könnt kostenlos daran teilnehmen. Das zweite ist, bitte meldet euch für jedes Einzelne an, weil nicht wir stehen hinter jedem Event als Veranstalter, sondern unsere Partner. Und die müssen natürlich wissen, wer kommt, wer hat Interesse. Teilweise wird auch noch abgefragt, was ist denn euer Interesse daran teilzunehmen. Tretet mit denen in Kontakt und pickt euch einfach für euch die Rosinen raus. Also es ist jetzt kein Festival- oder Konferenzticket, was man jetzt erstehen muss und dann sich ein eigenes Programm zusammenstellen. Klar, ihr stellt euch ein eigenes Programm zusammen, aber ganz individuell, genau. Wenn ihr nur zu einem Event gehen wollt, macht das. Wenn ihr Bock habt, alle zu machen, dann meldet euch für alle an und schaut einfach mal in den Eventkalender. Also das ist wirklich nicht schwierig, muss immer nur darauf hinweisen. So, es gibt kein übergeordnetes Ticket, sondern geht einfach in die individuellen Events rein. Da steht drin auch, wer ist der Veranstalter, wie meldet ihr euch an, wie läuft das. Ist das vor Ort, ist das Hybrid? Genau. Und wir als Team werden natürlich auch von Montag bis Freitag durchs Ruhrgebiet touren. Also wir haben uns auch aufgeteilt und geschaut, wo wir uns denn so sehen würden. Also ihr werdet wahrscheinlich auch unsere Präsenz erkennen, aber an der Stelle wirklich nochmal wichtig, die Partner sind die Veranstalter, meldet euch an. Genau, und wir werden ungefähr in diesem Dresscode durchs Ruhrgebiet touren, alle von uns. Für T-Shirts haben wir gesorgt. Gut, nun habe ich auf jeden Fall, weil jetzt haben wir die Rahmenbedingungen des Events sozusagen geklärt. Sabine, was sind denn deine Must-Watches oder Must-Visits? Also digital schauen oder physisch vorbeikommen. Welche Events kannst du den Teilnehmern ans Herz legen? Was sind deine privaten Highlights? Meine privaten Highlights? Also dieses Jahr ist es tatsächlich besonders schwer und ich sage das, vielleicht habt ihr mich schon gesehen, vielleicht noch nicht. Ich bin immer kamerascheu, ich bin die Letzte, die hier steht. Und eigentlich auch immer sehr kritisch, aber ich muss dieses Jahr sagen, wirklich, wir haben ein exzellentes Programm zusammengestellt und ich werde es leider nicht schaffen, weil ich ja an allen teilzunehmen, an denen ich gerne teilnehmen würde, weil ich ja auch hinter den Kulissen viel tätig bin. Ja. Aber klar, natürlich Auftakt- und Abschlussveranstaltungen, finde ich, sind immer Must-Watches, Must-Sees, da sind wir natürlich auch intensiv drin involviert. Was gibt es sonst an Highlights? Also natürlich werde ich die digitale Mittagspause ausprobieren, sofern das geht, und gucken, wer sich da so rumtreibt. Da sind wir auch noch so ein bisschen in den letzten Zügen der Entwicklung. Ich glaube, da wird es noch ein paar Gimmicks geben. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ansonsten finde ich natürlich besonders privat interessant die Sachen, die neu sind, die wir die letzten Jahre nicht hatten, die vielleicht auch mal ein bisschen so Randthemen beleuchten. Also wie gesagt, diesmal war mir auch persönlich das Thema Inspiration wichtig. Da sind auch so Sachen dabei. Ich glaube, am Montag haben wir Selbstcoaching. Das finde ich super interessant, weil das ja auch branchenunabhängig ist. Und da können natürlich auch Unternehmensvertreter teilnehmen. Ne? Genau. Also das, und dann muss man, ich habe mit der Referentin auch gesprochen, da muss man auch die Hosen runterlassen. Jeder arbeitet sein Thema für sich. Ja? Also da gibt es kein Full Disclosure, es geht um den Prozess. Das ist wichtig. Ich glaube, das Thema Smart Textiles finde ich auch nochmal super interessant. Wie kann man Wearables in Kleidung integrieren? Was gibt es da für Lösungen im Moment? Wer arbeitet da konkret daran? Das finde ich super spannend. Auch NRW als Food Startup Region finde ich auch super spannend. Welche Facetten gibt es da? Weil mit Essen kann man sich immer identifizieren.
Genau, und wir haben halt so ein paar themenspezifische Sachen, die ich einfach super interessant finde. Und natürlich finde ich persönlich immer interessant, wenn Gründer über ihre Storys sprechen. Ja. Also Alex beim Interview Marathon, da sind immer ein paar Nuggets, wenn nicht sogar Diamanten dabei, die man da rauspicken kann an Insights. Das finde ich super. Genau, und manchmal auch so ein bisschen so technische Deep Dives. Ja, weil wenn, also wenn das immer liebevoll, wenn dann rumgenördet wird, das ist auch immer ein Highlight. Der Nelson, unser Kollege, der veranstaltet im Rahmen der Startup Week, ich glaube, es ist der Donnerstag auch wieder eine AI-Masterclass hier bei uns im Ruhrhub. Also genau, wir tauchen auch ein bisschen tiefer in die Themen hinein. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr was Spannendes finden werdet und dass ihr auch digital euch miteinander vernetzen könnt. Bevor wir zum dritten Part sozusagen übergehen, Alex, vielleicht noch von dir als Redakteur und Startup-Spezialist, der wahrscheinlich auch mitbekommt, was die Szene gerade bewegt. Hast du vielleicht noch 2, 3 Tipps an die Gründerinnen und Gründer da draußen, wie man sich online denn gut vernetzen könnte oder kann? Wie man sich online vernetzen kann? Also, ja. Naja, ich kann nur jedem empfehlen, weil darüber findet gerade auch verstärkt mein Netzwerk statt. Also Gründer, die nicht auf LinkedIn sind, machen was falsch. Das kann ich auf jeden Fall mal mitgeben. Das ist quasi ein No-Go, wenn ich mir die letzten 100 Startups, neuen Startups angucke, über die wir berichtet haben. Sagen wir irgendwie 1, 2, 3 Gründer pro Team, dann gibt es tatsächlich da immer wieder so irgendwie, sagen wir, 5-10%, die ich nicht finde. Also Gründer, die ich nicht finde. Teilweise noch nicht mal mit einem Unternehmensprofil. Also einige wollen das in der frühen Phase ja auch noch nicht beim Unternehmensprofil. Aber dann kann man ja immer noch Stealth-Startup, also man kann gut nach Stealth-Startups auf LinkedIn suchen, weil das ist irgendwie das Startup, das die meisten Leute beschäftigt, ja, weil viele das natürlich nutzen. Aber Gründer, die nicht auf LinkedIn sind, machen definitiv was falsch, weil wenn ich mir anschaue, was da alles passiert, was an Infos, an Anfragen drüber reinkommt, wie viele Diskussionen auch teilweise entstehen bei Posts, die wir machen, die ich mache, aber auch andere Leute, also Investoren, die auch da aktiv sind oder andere Gründer, dann ist das schon irgendwie derzeit sozusagen der Ort, an dem man sein muss als Gründer, um wirklich auch mitzubekommen und letztendlich nicht nur mitzubekommen, was passiert, sondern letztendlich auch sich aufmerksam zu machen und wahrscheinlich auch um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Ich glaube, dass da mittlerweile auch extrem viel über LinkedIn passiert. Sogar ich bekomme ab und an mal so Kaltakquise E-Mails von Leuten, die mir einen Job andrehen wollen. Ist jetzt nicht mein Thema, aber ich glaube, gefühlt findet extrem viel auf LinkedIn statt, auch beim Thema Jobmarkt. Und deswegen sollte man da sein. Das so als große quasi Brandrede für LinkedIn. Ich kriege kein Geld von LinkedIn, bin nur überzeugter Nutzer. Und das war ich vor etlichen Jahren nicht. Also ich habe auch lange Zeit einen Bogen um LinkedIn gemacht, war da nur irgendwie quasi pro forma da. Aber gefühlt bekomme ich an einigen Tagen wirklich ein Dutzend oder mehr wirklich Nachrichten auf LinkedIn. Und da sind sie auch richtig. Ich glaube, ich bekomme mittlerweile auch täglich Nachrichten auf Instagram. Also Leute, die mir ihr Startup auf Instagram pitchen. Da muss ich sagen, dass ich da oft nicht reingucke, aber auf LinkedIn bin ich jeden Tag auch mehrmals unterwegs. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Alex. Also kann ich nur so unterschreiben, ich bin großer LinkedIn-Fan. LinkedIn ist eines der Social-Media-Netzwerke, die gerade richtig, richtig gut funktionieren. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht da seid, meldet euch an und teilt es gegebenenfalls dann in der digitalen Mittagspause. Ja, und ich sag dann auch schon mal Tschüss, weil ich muss jetzt einmal irgendwie privat das große Kind von der Schule abholen, die 5 Tage auf Schulausflug war. Der Bus ist fast schon da, dementsprechend sage ich jetzt auch schon mal direkt Tschüss. Danke, Alex, und gute Fahrt. Ja, ciao. Ciao. So, dann sind wir auch, oder bin ich froh, dass ich die letzte Frage noch an den Alex stellen konnte und er jetzt sozusagen abdüst. Jetzt strecken wir unsere Fühler mal Richtung Schwerte aus. Niklas und Uta, ihr seid da, richtig? Yes, safe. Hallöchen. Sehr cool. Ich habe eure Infos gerade sehr, sehr kurz gefasst. Von daher sage ich vielleicht noch mal eben 2, 3 Worte zu euren Personen. Und dann würde ich euch einfach bitten, was zum Event zu erzählen, was ihr auf der Startup Week veranstaltet. Niklas und Uta arbeiten beide bei der Advantage GmbH in Schwerte und Niklas ist Communication Architect.
wie ich erlesen konnte, und Experte für digitale Kommunikation. Und Uta ist Geschäftsführerin der Advantage GmbH. Und ihr großes Talent liegt eben darin, Unternehmensprozesse bzw. Ideen für effektivere Unternehmensprozesse zu entwickeln. Deswegen finde ich es echt spannend, dass ihr beide heute hier seid und vor allem, dass ihr ein Event zum Thema digitaler Vertrieb bei der Startup Week am Dienstag von 16 bis 18 Uhr veranstaltet. Eins möchte ich noch hervorheben, Uta, weil ich das so spannend finde. Du hast deinen Antrieb so definiert, dass er lautet: lebenslanges Lernen, ausprobieren und Fehler machen. Und das wollte ich an der Stelle einfach total gerne platzieren, weil das so Startup-like einfach klingt und es einfach auch so bestätigt, dass du auf jeden Fall auch ein Startup-Mindset hast. Erzähl uns doch bitte etwas zu dem Event am 21. September bei der Startup Week. Was erwartet die Teilnehmer bei euch? Ja. Lieben Dank, Paula, für die Einführung und von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Ich habe eigentlich so viele Ideen, die mir gerade durch den Kopf gehen, aber ich beantworte erstmal deine Frage, digitaler Vertrieb, was machen wir? Also wir wollen tatsächlich ein interaktives, digitales Event aufsetzen. Wir veranstalten Wordcafé mit drei Fragestellungen. Also wir werden uns dem Thema Technologie widmen, wir widmen uns dem Thema Kanäle und wir widmen uns dem Thema, was muss eine gute digitale Kampagne ausmachen? Und das diskutieren die Teilnehmer an drei unterschiedlichen Tischen, interaktiv mit Experten. Und also da ist jeder gefordert, auch seinen Input reinzubringen. Und ich hoffe, dass jeder mit sehr vielen Impulsen rausgeht, dass vielleicht auch ein Leitfaden für jeden entsteht, dass er am anderen Tag direkt auch in die Umsetzung am 22. dann einsteigen kann. Sehr cool. Also das heißt, also wenn jetzt jemand, der ein Startup schon gegründet hat, zu euch kommt bei der Startup Week und sich ein bisschen zu Technologien informiert oder über Technologien für digitalen Vertrieb und auch Tools austauscht, der kann sozusagen sein Business für die Zukunft formen oder nicht. Also natürlich wird es nicht im Endeffekt geformt, aber man kann sich auf jeden Fall Impulse zu diesen Themen dann bei euch holen, richtig? Das ist genau richtig. Ja, es gibt ja unterschiedlichste Technologien mit unterschiedlichsten Zielsetzungen. Die wollen wir einfach mal aufzeigen in dem Event. Du sprichst das Thema Tools an. Es gibt eine Vielzahl von Tools. Wir haben oft das Thema der Interaktion. Wir haben Medienbrüche. Wie kann ich damit umgehen und wie verliere ich auch die Leute eben halt nicht, wenn ich tatsächlich in die Interaktion eintreten möchte? Und dann natürlich, auch das ist ein Lernfaktor, den wir hier hatten, digitale Kampagnen, den Call to Action, der wird eben halt oft vergessen. Ne? Dann machst du eben halt einen Post und dann stellst du dir hinterher die Frage, ja, was wollte ich denn mit dem Post erreichen? Ja, eigentlich, dass Leute etwas tun. Ja, aber da ist gar kein Call to Action drin. Ne? Das ist so der Klassiker. Und dass man da einfach so ein bisschen aufzeigt, wo sind die Fallstricke, auch diskutiert, welche Erfahrungen haben die Teilnehmer schon gemacht. Und auch Best Practice rübergibt und sagt, okay, welche Learnings haben wir auch in den letzten anderthalb Jahren durchgemacht? Und du hast das Thema Fehler angesprochen. Also wir sind ein Unternehmen, was von Veränderung, von Weiterentwicklung lebt. Wir stellen uns eigentlich fast täglich in Frage. Das macht die Arbeit bei uns auch sehr anspruchsvoll, weil wir uns eben halt auch blutige Nasen holen. Die gehören dazu. Für mich entsteht Weiterentwicklung nur dadurch, dass ich Fehler mache und hinterfrage, warum ist der jetzt passiert und was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen. Weiterentwicklung entsteht nicht dadurch, dass ich das mache, was ich eben tatsächlich kann und wo ich mich sicher fühle. Ich muss raus aus der Komfortzone, sonst habe ich keine Entwicklungsmöglichkeiten. Das stimmt, das ist genau so. Ja. Du stehst bei euch in Schwerte im Studio. Also ist euer Studio, was ihr fürs Streaming aufgesetzt habt, auch so ein Ergebnis der Corona-Phase der letzten anderthalb Jahre? Oder habt ihr mit dem Projekt vorher schon angefangen? Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus, wie du da quasi vor dem Greenscreen stehst und präsentierst. Ich glaube, der Niklas ist derjenige, der uns gleich auch so ein bisschen durchs Studio führt, richtig? Genau, ja, der Niklas wird gleich ein bisschen die Entwicklung unseres Studios auch aufzeigen. Und es ist tatsächlich auch eine Entwicklung der Corona-Phase. Wir haben bei der Startup Week schon mal teilgenommen letztes Jahr, wo wir im Sommer ja auch die Möglichkeit hatten, tatsächlich noch Präsenzmeetings zu machen. Da haben wir unten im Besprechungsraum gesessen, wo der Niklas jetzt davor steht. Und wir sind letztes Jahr am 16. März tatsächlich alle ins Homeoffice gegangen und dann kamen die ersten Webinare. Und wir machen für unsere Themen schon seit sehr, sehr vielen Zeiten auch Veranstaltungen. Und für mich hat sich das damals angefühlt
wie wir gehen zurück in die Steinzeit. Also wir haben uns bei Präsenzveranstaltungen von PowerPoint wegentwickelt und haben Interaktionen auf Präsenzveranstaltungen gemacht. Und durch das Thema digital, Webinar mit Zoom, mit Teams, egal mit welchem Tool ich es tue, habe ich auf einmal eine PowerPoint gesehen. Und wer mich kennt, der weiß, dass PowerPoint für mich grundsätzlich den verkehrten Namen hat, weil das Programm wenig mit Power und noch weniger mit dem Thema auf den Punkt gebracht zu tun hat, weil Folien von deutschen Unternehmen, und das kann man, glaube ich, auch verallgemeinern, oft ausformulierte Sätze auf den Folien sind, und letztendlich geht es ja darum, dass der Speaker wirkt und ich mit einer Präsentation nur untermauere das, was ich sage. Und das haben wir mit dem Thema digital letztes Jahr komplett umgedreht. Also die Präsentation ist in den Vordergrund gegangen, der Speaker war oft gar nicht zu sehen oder in einem mega kleinen Kästchen, wo er gar nicht wirken konnte, und die Leute haben sich PowerPoints durchgelesen. So, und daraus ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt digitale Veranstaltungen machen wollen, was wir wollen, dann müssen die einfach anders sein. So, und wir haben das große Glück gehabt, mit Niklas einen passionierten Spieler, einen passionierten Gamer in unseren Reihen zu haben, der dann auch erzählte, welche Tools, welche Möglichkeiten Gamer heute beim Livestreaming auch nutzen. Und ich glaube, der Papa von Niklas ist mittlerweile froh, dass er in seiner Jugend gespielt hat. Niklas muss lächeln, er kennt viele Diskussionen mit seinen Eltern, wo es um das Thema ging, ist das überhaupt sinnvoll, was du da tust? Und ich kann heute sagen, Gott sei Dank hat das Kind das getan, weil wir heute tatsächlich als Unternehmen davon sehr, sehr stark profitieren. Ja, und so ist es entstanden, und wir haben dann am 26.05. tatsächlich unser erstes Online-Webinar für einen Partner durchgeführt. Und dort haben wir tatsächlich noch mit 2D gearbeitet. Ich noch relativ klein. Wir sind nachher mutiger geworden, dass wir die Person noch stärker auch in die Präsentation reingesetzt haben. Also es war für uns auch ein Antasten. Und damals sind wir tatsächlich gestartet vor unserem Besprechungsraum, da wo der Niklas jetzt auch steht, hier mal so einen Blick rein. Hinter dem Greenscreen ist die Tür zu meinem Büro. Also ich musste mich immer entscheiden, entweder bin ich Teil der Veranstaltung oder ich komme nicht mehr aus meinem Büro raus. Wir mussten, weil wir eben halt über diesen Flur auch in den Besprechungsraum gehen mussten, immer alles wieder wegräumen, aufbauen, wegräumen. Das war sehr, sehr aufwendig, und aber das war der Startpunkt, und ich gebe es einfach auch mal runter zu Niklas, der genau am Anfang unserer Reise mit dem Thema Greenscreen steht und die nächsten Schritte, die wir gegangen sind, euch dann auch tatsächlich mal live zeigen möchte. Niklas. Ja, danke, Uta. Ich glaube, so ganz zufrieden ist er noch nicht mit der Situation, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir stehen jetzt tatsächlich vor dem ersten Greenscreen, den wir benutzt haben. Hier standen überall so kleine Lichter noch drumherum. Da hatten wir so einen kleinen Tisch mit einer, wirklich einer Regie tatsächlich drin, einen PC hingestellt, das Ganze in Szenen angeordnet. Und wie Uta schon gesagt hat, war das immer relativ lästig, wenn wir da rechts zu unserem Besprechungsraum wollten oder tatsächlich, wenn Uta wieder arbeiten wollte. Da musste das alles natürlich wieder abgebaut werden. Und das war natürlich mit einem relativ großen Aufwand verbunden. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Denn wir haben noch zwei andere Stationen tatsächlich bei uns im Büro, wo wir mal einen Greenscreen aufgebaut haben tatsächlich. Und kommt einfach mal mit. Wir haben es zwischenzeitlich auch mal hier aufgestellt tatsächlich, um einfach mal so ein bisschen vorne das ganze Thema zu entspannen, damit Uta auch wirklich durchgehend arbeiten kann und wir den Besprechungsraum benutzen können, haben wir das Ganze dann einfach mal hier so aufgebaut. Und das ist so die zweite Station gewesen. Und die dritte und finale Station, bevor es wirklich in unser eigenes Studio ging, ist dann tatsächlich dieses Büro gewesen, da wo jetzt auch Timo jetzt ein bisschen sitzt. Wink mal einmal, Timo. Hallo, Timo. Den habt ihr jetzt vielleicht noch nicht so gesehen, aber vor dieser Wand haben wir tatsächlich einfach mal einen größeren Greenscreen gekauft. Der war dann 3 Meter mal 3 Meter tatsächlich, und wir haben es geschafft, dann auch mal 2 bis 3 Personen vor den Greenscreen zu stellen. War dann mit den jetzigen Tischen, so wie sie jetzt angeordnet sind, dann halt auch nicht so cool. Das heißt, ich war so ein bisschen da hinten in der Heizung ja eingeklemmt. Aber wir hatten hier ein größeres Studio tatsächlich, haben auch ein bisschen Technik aufgewertet und waren dann einfach ein bisschen professioneller auch aufgestellt. Und wie ihr jetzt vielleicht auch auf dem anderen Bildschirm noch sehen könnt, zeigen wir euch so ein paar Bilder,
wo wir wirklich Projekte dann auch gemacht haben, weil das war der große Vorteil an diesen Sachen, die wir hier immer auf- und abgebaut haben. Wir konnten tatsächlich Kundenprojekte realisieren. Das heißt, es kamen Kunden auf uns zu und haben gesagt, hey, wir wollen gerne eine analoge Veranstaltung digitalisieren. Könnt ihr das irgendwie, ja, auch irgendwie realisieren? Und da sind natürlich diese Sachen, die wir dann hier aufgestellt hatten, super geeignet, weil die haben wir eingepackt, sind da runtergefahren zum Kunden und haben dort dann vor Ort tatsächlich das Ganze wieder aufgebaut. Wir hatten natürlich unsere Erfahrungs- oder unsere Lernkurve gemacht und am Ende war es dann auch ziemlich, ziemlich cool. So, und jetzt gehen wir tatsächlich mal zur letzten Station, zu unserem eigenen Studio, zu Uta. Müssen ein bisschen leiser sein natürlich. Auf geht's. So, jetzt sind wir wieder hier in unserem Studio. Leider ja an einem anderen Tag, wo wir was aufnehmen jetzt für euch, weil wir ja an der Ruhrhub scheinbar ein paar Internetprobleme hatten. Aber das soll uns nicht davon abhalten, euch einfach mal zu zeigen, was mit so einem Studio eigentlich alles möglich ist. Und jetzt machen wir mal einfach die Szene anders. Und jetzt seht ihr, ich stehe einfach vor einer grünen Wand. Und wenn wir das jetzt gleich wieder anmachen, dann sieht das auch wieder schick aus. Zack, perfekt, wunderbar. Und jetzt sind wir hier im schönen Studio, das ist alles möglich mit eigentlich relativ wenig Technik. Und wenn ihr dazu Fragen habt, kontaktiert uns einfach. Ihr könnt auch gerne am Dienstag dabei sein bei unserem Event zum digitalen Vertrieb. Da kommen nämlich genau solche Tools zur Sprache. Ich freue mich auf euch, wenn ihr dabei seid und ansonsten stellt eure Fragen.